bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland, ich rede gerade, bitte Maul halten. Danke. Dass unser einer heute nicht mehr Zigeuner sagen darf, das ist hinreichlich bekannt. Ich habe es jetzt doch gesagt, um Gottes Willen, ich habe mich der Blasphemie schuldig gemacht. Ich bin ein ganz böser im Sinne der Woken, der Guten, der Rot-Grünen, aber ich habe heute auch einen konkreten Anlass dafür, vielleicht macht das die Sünde etwas lässlicher, aber mir ist es offen gestanden auch ziemlich egal, um nicht das böse Wort mit SCH anzufangen, das dann mit egal endet, aber manchmal regt man sich so auf. Wahrscheinlich geht es euch genauso wie mir, dass ihr euch sagt, eigentlich kann mich doch nichts mehr überraschen, was diesen ganzen Woken-Irrsinn angeht, aber es passiert dann doch immer wieder das Neueste. Es gibt einen Schweizer Schriftsteller, Alois Sülzer heißt er. Und das muss ich nachschauen, habe ich ihn richtig ausgesprochen? Natürlich wieder nicht, meine Schwäche, die Namen Sulzer, Alois Sulzer. Und der hat einen neuen Roman in Angriff genommen und da geht es um Sinti und Roma. Und er hat, das ist in der Schweiz offenbar üblich, ich weiß nicht, ob das bei uns auch so üblich ist, einen Zuschuss, einen Werkszuschuss beantragt bei der Stadt. Und da gibt es eine Fachkommission, die dann entscheidet, ob man diesen Zuschuss bekommt. 25.000 Schweizer Franken, knapp 26.000 Euro. Das wäre auch mal was hier für Videos einen Zuschuss beantragen. Das würde bei mir nach hinten losgehen, der Schuss. Mir wird hier sogar die Reklame ständig gesperrt, aber ist ein anderes Thema. Ja, und da gibt es dann eine Fachkommission und die hat sich damit befasst und die hat dann moniert, dass bei ihm in diesem Roman das Wort Zigeuner vorkomme und dass dort böse Stereotypen wiedergegeben würden und das müsse man abklären. Und der Alois Sulzer, ich habe es mir richtig gemerkt, er war entsetzt, er sagt, es ist dann sozusagen eine Kommission für anti-woke Zustände. Anspielung auf die McCarthy-Ära in der USA, da gab es diese Kommission für anti-amerikanische Umtriebe damals und ja, es ist eine richtige Parallele, die der Herr Sulzer da macht und es ist unfassbar, also er musste sich dann erklären und man muss sich das mal vorstellen, das ist ein Roman über die 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, über Sinti und Roma, über das Milieu dort. Und wenn man da dieses Wort nicht mehr gebrauchen darf, dann braucht man auch den Roman nicht mehr schreiben. Also es ist Zensur im klassischen Sinne. Jetzt werden einige besonders kluge werden jetzt sagen, das ist ja aber gar keine Zensur, weil es wird ihm ja nicht verboten. Nee, dann einfach mal im Duden nachschauen. Das Verbot ist nicht entscheidend. Zensur wird so definiert im Duden, dass eine staatliche oder ähnliche Stelle, nee, es ist sogar noch weiter, dass jemand, meistens eine staatliche Stelle, Schriftwerke auf Übereinstimmung mit kulturellen, sittlichen, moralischen Normen überprüft. Und genau das passiert hier von dieser Kommission. Und Respekt vor dem Herrn Sulzer, der in Frankreich vor allem auch sehr bekannt ist, er hat dann gesagt, ich pfeife auf dieses Geld, ich schreibe den Roman so, wie ich möchte, wunderbar. Die Neue Zürcher Zeitung hat darüber geschrieben als erste und die hat herausbekommen, dass die Mitglieder dieser Fachkommission, dass die sich in Schweigen hüllen, weil die einen Maulkorb bekommen haben und um Mitglied dieser Fachkommission zu werden, muss man einen Kurs in politischer Korrektheit absolvieren. Also es ist völlig unvorstellbar. Und auch die Art und Weise, wie da geschrieben wird von dieser Fachkommissionsvorsitzenden, also wie beim Verhör, als ob sich der Herr Sulzer da irgendetwas habe zu Schulden kommen lassen, das ist wirklich mittelalterlich. Und die fatale Folge ist, dass natürlich die meisten Autoren, die auf dieses Geld angewiesen sind, die werden sich dann danach richten und dann wird sogar über die Vergangenheit, wird sozusagen zensiert berichtet werden müssen, wie heute mit dieser politischen Schere im Kopf. Es ist eine Kastration der Literatur, die hier stattfindet im Namen der Wokeness. Besonders witzig, die Frankfurter Allgemeine hat darüber geschrieben und verwendet dann aber im
Artikel darüber, leider hinter einer Bezahlschranke, aber auf meiner Seite ist auch was drüber, wenn ihr Details wissen wollt. Und die verwendet dann immer oder fast immer, mit wenigen Ausnahmen, das Wort C-Wort, weil sie es umschreibt. Also auf der einen Seite beklagen sie sich, dass man nicht mehr diese Wörter verwenden darf, dass so zensiert wird, aber andererseits richten sie sich dann doch ganz nach dieser Woken-Zensur. Es ist an Absurdität überhaupt nicht mehr zu übertreffen. Ich habe noch zwei andere Themen an euch und ich mache auch noch einen Nachklapp an euch, für euch. Entschuldigung, ich habe schon die deutsche Sprache verlernt, weil ich so lange keine Videos mehr gemacht habe. Naja, so lange ist es auch nicht. Zum Ersten nochmal, ich hatte ja gestern das Video über den, wie heißt der? Jetzt schaue ich nach, dass ich es ausnahmsweise richtig mache. Pastor Quinton Caesar aus Wiesmoor, genau, so haben wir es, gebürtiger Südafrikaner. Und der hat ja gestern auf dem Kirchentag erklärt, dass auf dem Schlussgottesdienst wohlgemerkt, dass Gott queer ist und alles andere auch noch. Ja, schauen wir noch mal kurz rein. Es ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Ja, das war er, Pastor Quinton Caesar aus Wiesmoor. Genau, und da ist die Frage, wie hat sich so jemand qualifiziert für diesen Auftritt auf der wichtigsten oder einer der wichtigsten Veranstaltungen auf einem der wichtigsten Kirchen-Events? Da bin ich auf folgendes Video gestoßen. Schaut euch an, wie man sich dafür qualifiziert. Voila! Just be yourself. If people don't like you, if you're being yourself, fuck them! Fuck! Listen. I don't know what happened. I don't know what I just unlocked. But it's a new character. It's a new character for sure. And all I gotta say is watch out. Watch out, because this character got... fehlen einem einfach die Worte. Und der Mann hält sich offenbar für einen Popstar, sieht man auch an seinem Instagram-Account. Unglaublich. Ja, und jetzt noch etwas Letztes, das hatten auch schon andere, aber was sich der Cem Özdemir, unser, ja, da habe ich den Namen richtig rausgebracht, ein Wunder, ohne Nachschauen, ohne Spicken, was der sich erlaubt hat auf bei der Sendung von Markus Lanz, das ist unfassbar. Und mein erster Gedanke, also das ist jetzt ganz böse, aber für die Assoziationen kann man ja nichts. Man ist ja nicht schuldig für seine Assoziationen. Also mein erster Gedanke war, wollen die wieder eine Reichsschriftkammer, die dann entscheidet, wer veröffentlichen darf oder wer nicht. Cem Özdemir hat doch tatsächlich auf das Übelste alle beschimpft, die sich nicht regierungstreue Medien zu Gemüte führen, wie ihr jetzt hier zum Beispiel. Also in den Augen von Cem Özdemir seid ihr ganz unzivilisierte Menschen, die nicht mal mit Messer und Gabel essen können. Schaut euch bitte das an. Es ist unfassbar, was da für ein totalitäres Denken zum Vorschein kommt. Bitte. Ich weiß nicht, wie die Zuschauer das empfinden und unseren Disput hier. Das ist ja ein gepflegter Disput. Wir lassen uns ausreden, lassen das Argument des anderen der anderen gelten und beziehen uns drauf. Das ist ja aber nicht mehr die Art des Diskurses, wie wir ihn gesellschaftlich gerade überall pflegen. Exakt. Sondern da hat sich ja was dramatisch verändert. Das ist ja übrigens auch ein Problem der Medien, nicht nur der Politik. Ist richtig. Was die Frage angeht, glauben wir den, Lügenpresse und so weiter. So, da sitzen ein paar Leute, der ehemalige Chefredakteur der Bild, der selbst der Bild zu irre ist. Da gibt es Tichy, da gibt es irgendwie andere. Die machen in der rechten Bubble was, das kennen wir aus den USA von Breitbart, erfinden irgendwas, behaupten irgendwas. Das muss gar nicht im Entferntesten wahrheitsgemäß sein. Nicht nur, dass Özdemir hier kein konkretes Beispiel nennt, der Lanz lässt ihm das auch so durchgehen, was er bei keinem Bürgerlichen machen würde. Er nickt, das werden Sie gleich sehen, und er lässt ihm das so durchgehen. Unfassbar. Ziehen Schnipsel von ihm, von mir, von anderen raus und bringen das. Und dann wiederholen sie das ständig in der Bubble. Und früher wäre klar gewesen, das ist so irre, ein normaler Mensch, der mit Messer und Gabel ist und zivilisiert ist und eine Erziehung genossen hat, lässt da die Finger davon und muss anschließend die Hände waschen.
Oh, wow, da kommen wir jetzt aber in einen ganz bösen Bereich. Unhygienisch, was gegen die Regierung ist. Unhygienisch, man muss die Hände waschen. Das hatten wir schon mal in der Geschichte unter anderen Vorzeichen. Oh, Herr Özdemir, ganz, ganz glattes Eis. Heute diffundiert es, da gibt es den ersten Kollegen in demokratischen Parteien, der das zitiert aufgreift, das ein oder andere Medium. Und dann ist es irgendwann mal sagbar, weil das ja auch mal jemand Seriöses in Anführungszeichen gesagt hat. Also haben Sie es kapiert, alles, was auf meinem Kanal, auf meiner Seite und der von anderen kritischen Journalisten gesagt wird, das darf man nicht mal aufgreifen. Ganz, ganz böse. Alles schlecht. Nein, es ist in der Mitte. Das heißt, die Brandmauer zum Irrsinn wird gerade massiv eingerissen. Wir sind also der Irrsinn und die Kollegin von der Frankfurter Allgemeine nickt. Wir, die uns wundern, wenn gesagt wird auf dem Kirchentag, dass Gott queer ist. Wir, die uns wundern, wenn man nicht sagen darf, dass es zwei Geschlechter gibt. Wir sind der Irrsinn und Sie, Herr Özdemir, Sie sind derjenige, der es weiß, der die Fakten auf seiner Seite hat. Unfassbar, faszinierend. Und das ist doch ein Problem, da profitiert weder die CDU, CSU davon, noch die Grünen, noch die SPD, noch die FDP. Ja, jetzt bestätigt er ja eigentlich die bösen Vorwürfe. Es gebe Blockparteien und Markus Lanz assistiert noch. Er macht noch brav Männchen, faszinierend. Wir verlieren da alle als Demokratie. Das ja. Endstadium davon ist die USA, wo die eine Hälfte der Gesellschaft der anderen nicht mehr glaubt, wo Fakten, ein Wahlergebnis in Frage gestellt werden. Wo sollten das enden? So, man darf also keine Fakten mehr in Frage stellen, das geht überhaupt nicht. Und wenn eine Hälfte der Bevölkerung eine andere Meinung hat als die andere Hälfte, ist ganz, ganz böse. Ja, alle müssen eine Meinung haben, Herr Özdemir. Alles klar und Sie merken offenbar gar nicht, wie Sie ins Totalitäre abgeglitten sind. Wir dann künftig im Matheunterricht quasi mit dem Mathelehrer diskutieren, ob 2 und 2 noch 4 macht. Ganz schlimm, Herr Özdemir. Am Ende kommt noch irgendjemand auf die ketzerische Idee, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ja, da wären wir doch glatt beim Nationalsozialismus. Ja, sorry für den Galgenhumor, aber es ist nicht auszuhalten. Dass man auch andere Ergebnisse zulässt, das verrutscht ja. Wir streiten uns nicht über die Fakten. Wir interpretieren sie manchmal anders. Das ist wenigstens ehrlich. Genau, Blockpartei. Wir streiten uns nicht über die Fakten, dass es 65 Geschlechter gibt. Wir interpretieren die nur anders. Genau, Herr Özdemir. Danke, dass Sie hier wenigstens so ehrlich sind. Da draußen gibt es aber eine AfD und andere, die die Fakten als solche in Frage stellen. Genau, die Fakten, dass wir als Deutsche das Weltklima retten können, dass man mit Wind und Sonne eine Energienation mit Energie versorgen kann, dass es 68 oder noch mehr Geschlechter gibt, diese Fakten, die stellen die in Zweifel, solche bösen, bösen, bösen Faschisten. Gibt es überhaupt eine Klimakrise? Man nennt es Demokratie. Ja, unglaublich, wirklich unglaublich. Also der Mann unterteilt die Welt in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse. Er stellt einfach dreiste Falschbehauptungen auf, die darin bestehen, dass man anderen Lügen vorwirft. Also es ist eine völlige Projizierung hier. Ja? Also die anderen verweigern die Fakten, die anderen wollen das nicht mehr. Es macht einen sprachlos. Also er dreht das völlig um. In der Psychologie nennt man das Projektion, wenn man das, was man selber macht, auf andere überträgt. Und er sagt sozusagen, es gibt die guten Medien, die man anschauen darf, und die schlechten Medien, die man nicht anschauen darf. Das ist genau das gleiche Denken, auf das die großen Tragödien in unserer Geschichte bauten, auf wo die ihre Wurzeln hatten, dass man eben sagte, man darf jetzt nur noch das Gute anschauen und nicht die bösen Feindsender anschauen. Das ist nicht mehr weit weg davon und das ist tragisch, wie diese Menschen, der Cem Özdemir war ja sicher mal jemand, der gegen so etwas war früher und jetzt ist er an der Macht, jetzt sind sie in Panik, weil sie eben merken, dass die Fakten nicht mehr passen und dann greifen sie zu diesem völlig totalitären Denken, die anderen sind die Bösen und man darf nur noch das lesen und ansehen, was richtig ist, was unser Oberzensor Herr Özdemir für richtig befindet. Und alle anderen sind primitiv und haben eine schlechte Erziehung. Während Herr Özdemir eine wunderbare Erziehung hat, schauen Sie mal an, wie er auftritt. Ja. Bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade, bitte Maul halten, danke. Besonders köstlich finde ich das. Ja, wir sind hier in Deutschland. Zu meiner Jugendzeit hat man das mit den ganz, ganz bösen rechten Spießern in Verbindung gebracht. Und jetzt kommt es von einem Grünen. Erstaunlich, wie sich die Zeiten wandeln. Wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland. Ja, und dieser Mensch wirft uns vor, wir hätten keine Kinderstube. Es ist völlig absurd. Es ging dann noch weiter, ein Dialog mit dem Altmaier, wo deutlich wird, wie sehr die inzwischen heute wirklich den Blockparteien sich annähern. Denn
Was da besagt wird, ist nichts anderes, als dass wir bei den großen Politikfeldern müssen wir einer Meinung sein und sozusagen die große Volksfront, da auch noch ein kleiner Abschnitt. Wir streiten uns nicht über die Fakten, wir interpretieren sie manchmal anders. Da draußen gibt es aber eine AfD und andere, die die Fakten als solche in Frage stellen. Und deshalb müssen wir untereinander einen Grundkonsens pflegen, den sehe ich übrigens auch nicht gefährdet. Genau, und dieser Grundkonsens unter Angela Merkel durchgesetzt ist das rot-grüne Weltbild und er sieht den nicht gefährdet. Herr Altmaier, wunderbar, und die gleichen Leute wundern sich dann, dass die AfD Stimmen gewinnt, wenn sie den Grundkonsens unter den alteingesessenen Parteien für nicht gefährdet halten. Faszinierend. Aber wir müssen auch miteinander so umgehen, damit das nach draußen sichtbar wird. Und dann muss halt eben klar sein, dass wir die Diskussionen in der Sache führen. Damit umschreibt er schön, dass man nicht Diskussionen über die generelle Richtung führen darf, die ist eindeutig, sondern nur über Details, also ob es 97 oder 66 Geschlechter gibt, aber nicht darüber, dass es nur zwei Geschlechter gibt, über solche Verschwörungstheorien. Ja, großen Parteien, ein Einheitsbrei. Unglaublich. Ja, und noch ein viertes Thema, ganz kurz. Das ist der Güllner, der Chef von Forza, SPD-Mitglied, der jetzt tatsächlich gesagt hat, dass wir von einer grünen Diktatur sprechen können. Er nimmt das Wort selber in den Mund. Er sagt, er versteht es, wenn Leute das so sehen. Und er sagt, eine kleine Minderheit aus dem oberen Bereich der Gesellschaft, einkommensmäßig, bildungsmäßig, die will der großen Mehrheit gegen ihren Willen ihre Meinung aufzwängen. Genau so ist das, dass das jetzt jemand wie der Güllner von der SPD schon versteht und laut artikuliert, ist wunderbar. Leider im restlichen Bereich seiner Aussagen fällt er wieder völlig in die alten Feindbilder zurück. Also die AfD, das sind Rechtsradikale für ihn. Die AfD-Wähler sind zum großen Teil Rechtsradikale. Und ja, und diese Leute verstehen überhaupt nicht, dass sie damit genau das Gegenteil dessen bewirken, was sie bewirken wollen. Diese extreme Stigmatisierung, die ist in Wirklichkeit eher eine Wahlkampfhilfe. Da habe ich eine längere Analyse auf meiner Seite dazu geschrieben. Auch sehr interessant. Aber naja, man kann es jetzt positiv sehen, dass der zumindest schon versteht, dass wir etwas haben, was viele als grüne Diktatur auffassen, dass die eine kleine Minderheit der großen Mehrheit ihren Willen aufzwingen will. Positiv, dass er das versteht, dass er dann andererseits aber immer noch die AfD verteufelt und völlig stigmatisiert. Kritisieren kann man jede Partei, mache ich auch. Jede Partei gehört kritisiert. Aber stigmatisieren, verteufeln, das zeigt, dass sie eben nichts dazulernen. Und da sind wir wieder bei dem Altmaier zuvor. Alle zusammen, alle Blockparteien. Ja, versteht ihr denn nicht, dass genau damit die Menschen eben keine andere Alternative dann mehr für sich sehen? Viele als die Alternative. Es wirkt so, als ob das inzwischen bröckelt, diese Alternativlosigkeit. Darum auch diese Panik jetzt zum Beispiel bei Cem Özdemir. Sehr, sehr spannend, diese Entwicklung. Ja, ganz zum Schluss, warum habe ich heute mehr Themen gemacht? Warum so schnell wieder ein Video? Gestern ruft mich eine alte, gute Freundin an. Alte Freundin, die ist nicht alt, um Gottes Willen. Verzeih mir das, wenn du sie jetzt hier siehst. Aber sie ist alt im Sinne von, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns über die Tätigkeit kennengelernt. Und ich kann es ja verraten, das ist die Ärztin, die mir auch so geholfen hat, die mir faktisch das Leben gerettet hat. Und sie sagte, warum hast du so lange keine Videos gemacht und mach doch wieder die Videos und es ist immer so schön und zwischenrein und mach doch mehr Videos. Und ja, sie hat mir lange ins Gewissen geredet und ich sagte schon, die hatte schon medizinisch recht, jetzt machst du mal wieder ein Video und da bitte eure Meinung dazu, wie seht ihr das? Öfter Videos, seltener Videos und vor allem, ich mache es ja anders als viele andere. Ja, also ich rede im Normalfall das meiste selbst. Ich will auch mit euch reden wie beim Gespräch und nicht so dieses Nachrichtliche oder wie diese ganzen, diese US-Stars oder die sie nacheifern dann. Also und dieses Showmäßige. Nein, ich möchte das als Gespräch und sagt mir, gefällt euch das so oder wollt ihr es mehr, dass das so wie eine Nachrichtenshow ist und so groß und mit vielen Einblendungen, weil es ist ja anders und da wäre ich für eure Meinung sehr dankbar in den Kommentaren. Auch für ein Like bin ich sehr
dankbar für ein Abonnieren. Und da ja dieses böse C-Wort jetzt hier vorkam, wird YouTube wieder wie auch gestern und wie es meine Seite blockiert, Google bei der Reklame, wird auch hier wieder die Reklame verbieten. Es ist ein Skandal. Ich reg mich schon gar nicht mehr darüber auf. Es ist eine massive Schikane, eine massive Wettbewerbsverzerrung. Aber umso mehr bin ich dankbar, wenn der eine oder andere von euch, der nicht am Hungertuch nagt, dafür sagt, da, das zahle ich Google heim. Und dass die den Reitschuss da so schikanieren, das lassen wir uns nicht bieten. Dafür mache ich jetzt eine kleine Unterstützung. Kann ja auch nur ein Like sein, wie gesagt, aber unten auch nochmal die Kontodaten. Sorry, ja, aber man wird so schikaniert. Es sind bittere Zeiten. Wenn ich nur brav die Regierung loben würde und dem rot-grünen Zeitgeist huldigen, dann würde ich hier wunderbar Reklame eingeblendet bekommen und alles wäre rosig. Aber ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen und ich bin heilfroh, dass ich schikaniert werde. Das ist ein Qualitätssiegel, finde ich. Und jetzt bin ich bei 14 Minuten fast schon. Das ist zu viel. Deshalb hier Schluss. Noch einen kurzen Nachspann. Aber nur einen ganz kurzen mit einem Witz. Und das war's für heute. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Ja. Bitte die Fresse. Danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja. Wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade. Bitte Maul halten. Ja, und ich bringe euch einen russischen Witz heute. Und ja, die meisten der russischen Witze, die ich kenne, die darf man in Deutschland gar nicht mehr erzählen. Da vielleicht auch mal eure Meinung. Wie wollen wir es halten? Darf ich auch mal Witze erzählen, die man in Deutschland gar nicht erzählen dürfte, weil die ganz, ganz böse sind oder eher nicht? Ja, gibt es Empörungsstürme. Ich liebe den russischen Humor und er ist teilweise schwer übersetzbar. Bei einem werde ich euch jetzt versuchen, ihn vorab verständlich zu machen. Und zwar müsst ihr wissen, in Russland früher war das immer so, heute nicht so, an vielen Straßenkreuzungen dann Verkehrspolizisten standen und die waren berühmt dafür, dass sie immer so einen Stab hatten, schwarz-weiß, und dass sie dann die Leute rausgewunken haben und die waren ein bisschen wie Dirigenten, weil sie da eben immer mit ihrem Stab am Winken waren. Und da kommt ein Verkehrspolizist zum heiligen Petrus, weil er gestorben ist. Lassen wir mal weg, wie das passiert ist. Ob an der Kreuzung oder nicht, spielt keine Rolle. Und der heilige Petrus sagt ihm: So, mein Freund, jetzt werde ich entscheiden müssen, ob ich dich hier in den Himmel schicke oder ob ich dich hier in die Hölle schicke. Und der Verkehrspolizist ganz einfach sagt: Ja, aber vielleicht darf ich hierbleiben auf der Kreuzung, auf der Kreuzung, auf der Kreuzung. Der sein ganzes Leben auf der Kreuzung stand und weil man da am meisten Geld bekäme. Da fällt mir schon der nächste Witz zum russischen Verkehrspolizisten ein, aber den erzähle ich das nächste Mal. Ja, Backstage habe ich ja vorher schon gesagt, ich überlege mir, wie ich es mit den Videos halte, trotz der Schikanen von YouTube. Vielleicht ein paar Rückmeldungen von euch, weil ich muss ja meine Kräfte aufteilen, zumal ich mir ja versprochen habe oder vorgenommen habe nach der Operation, dass ich ein bisschen zurückstecke, und Seite ist schon sehr, sehr viel Arbeit, und wenn ich mehr Videos mache, ich schneide das ja auch selber und mache das alles selber. Ja, vielleicht wäre es eine Idee, da jemanden zum Schneiden sich wieder zu holen, dass ich dann eben entweder weniger Videos mache oder auf Kosten der Seite dann ein bisschen mehr Videos mache. Schwierige Entscheidung. Schreibt mir doch eure Meinung. Und die Ärztin, die ich so sehr mag, die hat auch nochmal gesagt, sie findet das so toll hier. Sie liest öfter die Kommentare und das sei so positiv auf YouTube und so konstruktiv und so eine tolle Community. Und das hat mich riesig gefreut und das Kompliment möchte ich auch an euch alle hier weitergeben. Manchmal habe ich ja schon den Eindruck, die haben mir nicht nur den Blinddarm rausgeschnitten, sondern auch noch irgendeine Windung im Gehirn, aber nicht zu viele, weil halbwegs fit bin ich noch und Versprecher habe ich auch vorher schon gemacht. Und das ist wieder eine große Freude für all diejenigen, die ihre Freizeit damit verbringen, dass sie dann irgendwelche Versprecher von mir herausschneiden, um sich zu ergötzen. Das ist eine andere Form von Liebe, ja, ihr lacht, aber die gibt es tatsächlich. Also, alles Gute nicht unterkriegen lassen. Ihr seht, auch wenn man sich die ganze Zeit wie ein Proktologe mit diesen ganzen unschönen Dingen beschäftigen muss, kann man noch fröhlich bleiben. Und das wünsche ich euch auch. Und nehmt mal eine Auszeit von dem ganzen Mist, mal ein, zwei Tage ohne Nachrichten. Ja, mein Traum, ich habe ihn im Krankenhaus gekriegt, aber nicht so, wie ich es wollte. Alles Gute, danke, ciao.